Jo, und da sind wir auch schon wieder. Ich glaube mittlerweile in Part 4. Und wir gehen jetzt durch den Lucenz hier diesen Quallensaft und gehen durch den Kamin. Und gucken direkt mal, was uns hier erwartet. Natürlich erstmal ein paar Insta-Death-Fallen. Fledermäuse natürlich auch. Und das sind jetzt so Passagen, die mir überhaupt nicht liegen. Hier könnt ihr euch auf einige Fails gefasst machen. Na ja, komm, weg mit euch. Uah. Zum Glück bin ich in das Loch gefallen und nicht in das danach. Das wäre nicht so cool. So, die ganze EP, die da unten werden wir nicht kriegen. Und was bist du da hinten? Hm? War ja klar. Aber wir haben ihn weg, aber wir haben jetzt... Unsere Waffe hat jetzt nicht mehr die Range. Was bist du? Der Energieraum quasi, der verschlossen ist. Was ist da unten? Nichts. Oder ein paar von den Freunden. Die sind ja richtig nervig. Dann gib mir die EP, die kann ich gebrauchen. Vor allem Herzen. Gegner werden auf jeden Fall nicht leichter. War ja auch irgendwie zu erwarten. Vielleicht ist auch eine andere Waffe gegen die effektiver. Vielleicht sollte ich das mal testen. Ja, die Feuerbälle sind gut. Die sind gut. Die würde ich auch mal gerne auf dem Max-Level sehen, ehrlich gesagt. Oh, nicht in den Frosch reinspringen. Hier kommen wir nicht hoch, oder? Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Müssen wir rechts rum. So, hier hoch. Uah. Die Waffe mal ein bisschen. Ja, die hat ordentlich Bums. Auch wenn wir nicht treffen gerade. Beziehungsweise ich. Die macht sogar AOE-Schaden. Das ist ja cool. Heilung, sehr geil. Und Speicher natürlich. Die da unten leih ich jetzt auch in Ruhe, weil die mag ich nicht wirklich. So, oh, da oben ist was. Komm her. Was bist du? Yay, wir können jetzt 5 mehr von den... Ja, Missile zu. Bei dem. Halt bei der Waffe hier gesetzt. Ach, du bist kein Gegner. Ach, das ist ein Motorrad. Das erkennt man ja auch nicht beim ersten Mal. So, was ist hier drin? Oh. Ja, da ist jemand drin. Hey du, Junge. Ich muss hier raus. Würdest du mir helfen? Ja, danke. Ich bin das hier. Den rostigen Schlüssel. Ja, und wo können wir den? Können wir den hier benutzen? Kein Schlüssel doch. Verrostet. Brauchen wir Öl? So, ihr geht alle erstmal weg. So, das haben wir jetzt auch auf dem Max-Level und den hier auffasst. Das sind auf jeden Fall bisher die nervigsten Gegner, finde ich. Aber ich glaube, die greifen uns nur an, wenn wir sie angreifen. Was bist du denn? Oh Gott. Ja, versuchen wir es direkt nochmal. Das war natürlich nicht so gut. Da hätte ich selbst drauf kommen können, mal ein bisschen mehr nachdenken. Lösen wir das hier nochmal alles aus. Jo. Gib her das Ding. Und Feuerbälle. So, wie funktionierst du? So.
So. So. Oh, das scheint viel EP zu sein. Ja, das ist ordentlich was gewesen. Okay. Das Leben können wir auch echt gebrauchen. Ich habe auch das Gefühl, hier wird uns am Ende des Gebiets wieder ein Boss erwarten. Jetzt zerstören wir dich noch. Hier könnte man gut EP farmen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal kurz machen. Max Level. Und noch mal rein da. Die erste gute Aktion von mir, finde ich. So, hier, Max. Und du noch. Noch ein einziges Mal. Wobei, nee, das ist. Das kriegen wir auch so zusammen. Können wir da hoch? Nee, da können wir nicht hoch. Selbst du? Ja, die Ventilatoren haben gestoppt. Irgendwer hat die Power ausgestellt. Wenn du es wieder an. Wenn du sie an. Ah, wir müssen in den Power Supply gehen. Also in die Energieverwaltung. Dann ist der Schlüssel anscheinend dafür. Hier wieder so töten. Und das ist jetzt auch auf Max. Ja, geh weg. Hoffentlich funktioniert der Schlüssel. Ja, super. Wer bist du? Ein Roboter. Nicht eingeschaltet. Offline, offline. Jo. Auch nö. Kein Boss. Eindringling gesichtet. Sofort zerstören. Oh yeah. Der Toaster. Wusstest du, dass der Mimiga, den ich gefunden habe, nicht Sui war? Ja. Die war nicht Sui. Deswegen ist der Doktor sehr sauer auf mich. Misery wurde ziemlich verprügelt. Was eine Schande. Weil sie ist ja nur ein Mädchen. Naja, der Meister kann nicht hintergangen werden, das ist unser Schicksal. Dieses Mal bin ich hier, um dich endlich zu verprügeln. Sei darauf vorbereitet. Ja, werden wir ja sehen. Und ich hatte mal wieder recht mit dem Bosskampf. Vielleicht eher eine andere Waffe, weil irgendwie treffe ich ihn gerade nicht wirklich. Die hier? Komm schon. Ja, das ist doch sehr gut. Komm her. Nimmt schon ganz schön Schaden. Naja. Da rechts treffe ich ihn am besten. Oder da drin. Ich werde am besten jetzt nicht nach links gehen, sondern einfach immer hier stehen. Oder auch nicht. Das Problem ist, es ist so viel. Ja. Guckt euch das Bossleben an. Großartig. Ihr habt es ja selbst gesehen. Der Boss hatte kaum noch Leben und. Ach, wir müssen uns den Schlüssel auch nochmal abholen. Großartig. Ist ja direkt hier zum Glück um die Ecke. Komm her, her damit. Ja, ich hole dich hier raus. Komm, Schlüssel her. Und diesmal werden wir den auch schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, die Kiste da oben haben wir auch beim zweiten Mal gar nicht mehr geholt. Oh. Dann
gibt es doch noch was Positives daran. So, ein bisschen oben rum. Weil ich möchte mich ganz gerne nochmal heilen und auch speichern, dass wir das nicht immer wieder machen müssen. Ja, da, ja. Du auch. Und ja, Boss Time. Jo. Anschalten. Du wirst jetzt eh platt gemacht. Bam. Muss ich. Ah, ja. Aha. Ich werde jetzt den Missile Launcher bei dem ausprobieren. Oh ja. Das ist super. Auch wenn wir nicht mehr so viele haben, aber wir haben den einiges damit abgezogen. Und jetzt noch hier die Feuerbälle. Ja, diesmal schaffen wir auf jeden Fall. Ja, vielleicht sollte ich doch nicht. Ja, wir haben den. Oh, super. Was bist du? Yay, Balrog besiegt. What are you, Achievement? Und jetzt funktionieren die Ventilatoren wieder. Ich geh jetzt da hoch. Naja, wirklich. Ah, jetzt. Super. Nochmal Leben auffüllen. Heilen. Und weg mit uns. Ein bisschen Munition ist auch nicht so schlecht. Ist hier jetzt irgendwas? Ne, hier ist nichts. Aber kein Ventilator. Vielleicht ist jetzt hier irgendeine kleine Passage, wo wir jetzt hin könnten, bevor wir nicht hinkommen. Weiß ich nicht. Na komm. Wieder hoch. Ja. Du noch und dann. Ja, komm schon. Wieder auf Max-Level. Was ist hier so? Heps. Was habe ich da gesehen? Ach, nur normale Leben. Was ist denn hier so? Yay, nochmal 5 mehr. Nochmal 5 mehr Munition. Und ein Hase, der tollwütig ist. Hier ist aber nichts drin. Mir fällt auch gerade ein, vielleicht können wir jetzt den Jungen retten. Ja, das macht keinen Sinn. Wir haben uns ja nur den Schlüssel gegeben. Bitte öffne die Tür. Ne, immer noch nicht. Die müssen wir jetzt nochmal töten hier. Aber es geht ja schnell mit den Feuerbällen. Die Leben sollten wir unbedingt. Nein. So, und jetzt können wir da hoch. Anscheinend. Also offensichtlich. Und speichern. Caps. Oh nein, dieser Sprung. Wird nicht gut ausgehen, ich bin gegen die Decke geknallt. Ich wusste es. Aber hier ist ja direkt ein Save Point. Ist eigentlich sogar schneller, wenn ich mich da runterfallen lasse. Auch wenn es jetzt nicht geplant war. Ganz an den Rand und rüber. Die Herzen da könnten wir schon gebrauchen. Aber nicht so. Na komm. Wir gehen jetzt einfach hoch und lassen die Herzen Herzen sein. Hoch da.
wobei ich würde eher sagen, der Part ist schon ziemlich lang. Ich würde sagen, wir cutten dann hier und sehen uns im nächsten Part. Also wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen und ja, das ist mich. Ciao, ciao.